Hi, das ist Mia Mobs, ich bin Patty von dem Kanal Obacht und wir begrüßen euch heute ganz herzlich zum Format Stellungswechsel. Heute wird's spannend, denn Magnolias und Magnolius treten gegen andere YouTuber an. Viel Spaß dabei! Warum macht das nicht? Das ist doch cool. Was könnte das sein? So, lieber Dominik, was haben wir denn da? Dann ist das bestimmt ja zum Stricken oder so eine Stricknadel. Ach ja, so Punkte so ein Dotting-Tool. Oder hier, was man sich durch die Haare steckt für so coole Frisur. Ich hätte jetzt eher so an irgendwas mit Häkeln gedacht, aber okay. Das gibt es in verschiedenen Farben. Und noch dicker und noch länger. Das nutzen Leute täglich? Also, das ist der Nagellack. Fingernägel, Dreck weg. Okay. Nagel. Wir haben's. Das ist unsere Antwort. Warum ist hier so eine scheiß Kugel oben dran? Unten auch, aber die ist schmaler. Fuck. Oh. Ja, ist das für die Haut? Ja? Nein? Stichst du dir so neue Löcher in den Gürtel oder so? Ob ich jetzt Punkte drauf mache oder Punkte unten wegnehme? Ja. Also ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Ja, wir geben auf. Das ist, das sieht nicht nur lustig aus, sondern das ist für die Heißklebepistole. Ich habe meine Kindergärtnerin Frau Otten gehasst, immer wenn sie das Ding in der Hand gehalten hat. Das ist von einer Heißklebepistole. Ja, das ist ja, Kleber von einer Heißklebepistole. Damit habe ich auch gearbeitet beim Ferienjob. Ja. Dann drückst du nämlich so rein und so und hast du diese Pistole und klebst alles damit zu. Kleber. Ach so, Heißklebepistole, ne? Ja, ja, stimmt. Das schiebt man rein, dann verflüssigt sich das und hat man Kleber. Das ist die Antwort. Und ziehst immer so riesen Fäden und alles und die sind dann überall um dich herum. Da hier, das ist so ein Beyblade natürlich. Wie heißen die Teile? Holy shit! Ja, sag nicht, du weißt das nicht. Also das ist ein Beyblade. Ich kenne den Namen nicht. Ich weiß, was es ist so grob. Ich bin aber... Darf man das in einer Arena? Ja. Ja, ja. Das weiß ich auch als Frau. Okay, jetzt achtet. Ja, ist jetzt runtergefallen, aber das ist auf jeden Fall natürlich die korrekte Lösung. Das ist ein Beyblade. Ein Beyblade. Und was sagt man dazu, wenn man das startet? Bladed? Let it rip. Let it rip! Woo! Yeah! Ja, was okay. Ist das? Ich glaube, ich weiß es. Das ist ein sehr großer Tampon. Das ist eine Rolle zum Streichen, oder? Genau, eine Rolle zum Streichen. Ja, stimmt, so eine kleine Rolle. Die steckt man dann auf so einen Stab drauf und dann kann man, so kann man schön in die Wandfarbe rein und dann so schön. Ja. Das stecke ich an, dann rolle ich das einmal in die rote, in die blaue, in die grüne. Je nach Fassung, wie du möchtest. Das ist bestimmt für die Ecken. Nein, das ist. Ja. Das ist eine Farbrolle, ne? Ja. Das wird dann rum draufgesteckt. Aha. Das ist quasi eine Farbrolle. Das ist genau ein. Genau. Vielen Dank dafür, für diese tolle Erklärung. Ja, das ist schön. Wir machen auch gleichzeitig noch Dings da. Also für die Ränder. Für die kleinen, ja, oder auch für so für kleine Details, Sachen, für kleine Möbel zum Beispiel. Oh, geil! Wieder so was Schwachsinniges. Das ist irgendwie so ein Make-up-Pad. Oh, das weiß ich! Immer das wieder weiß alles ich. Anfassen. Ich trau mich aber gar nicht zu sagen, was das ist. Oder steckt man da so Nadeln rein beim Nähen? Nee, ich glaube, das ist wirklich ein Pad, womit man sich das Make-up großzügig, also ebenflächig verteilt. Was denn? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie gesehen. Das macht man hier bestimmt an die Klamotten. Diese Pads haben doch eher so eine Form. Warum sind sie ja, so eine wer komische? Weiß, vielleicht ist das auch das neutrogene Visibly Clear Pad. Ich habe in meinem Leben noch nicht viele Videos im Schminken und so geguckt. Mhm. Aber eins. Das kenne ich, das gibt es nämlich in teuer und in günstig. Also ich würde sagen, das ist ein... Das ist doch das der Experte von gestern. Ja, ja, das kommt man dann im Wasser und dann kommt da so Foundation drauf und dann kann man da so schön im Gesicht rumtupfen. Vielleicht so, ja, so einen Stressball für die Hand? Ach, super. Ja. Ja. Das, wenn man nur wenig Stress hat. Das ist ein Make-up-Eye. Make-up-Pad. Ja, damit machst du von mir aus hier so Schminke oder so drauf und tupfst irgendwas ins Gesicht. Das
das. Willst du es mal machen? Weil ich fange immer so an, weil ich immer so, ich bin so übermotiviert. Nee, du bist übermotiviert. Weißt du es denn schon wieder? Ich habe das Gefühl, bist du das mehr ist so, so eine Kombination aus dem ersten und aus dem, was wir als erstes gedacht haben. Hey. Du musst zum Häkeln oder so, ja, oder stricken. Das kennen wir doch. Hier, das Fondue oder was Fondue für Kleine? Ja. Eieiei. Aber es ist schon ein bisschen spitz. Aber meinst du denn, wir sind in der richtigen Richtung? Mit Fingernägeln wieder? Ich kann mir auch mal versuchen, die Zunge damit zu piercen. Das ist doch oder zum, fürs Nähen, oder? Zum Häkeln. Das ist so ein kleiner Dolch. Das sieht aus wie so ein kleiner, wie so eine kleine Gabel für so Fleisch. Ja, wie so eine Grillzange oder so. Meinst du, wir sind wieder bei wo man so. Ich weiß es nicht genau, aber ich, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich massiere derweil meine Schläfe mit dem Make-up-Ei. Ja, genau. Zum Beispiel so also festge. Also Knoten damit zu lösen quasi. Machst du das gerade mental alles? Ja, ich mach gerade mental. Du stellst dir das Ding gerade vor und in welcher Situation du das benutzt. Ich beruhige mich mit dem Make-up ein, weil das ist ja nämlich wieder, gibt's auch demnächst auf meinem Kanal. Make-up Eier. Was man mit dem Make-up Eier sonst noch so machen muss. Schminken kann ich wieder. Was macht der Ja, ich glaube auch mit Häkeln oder Stricken oder so. Was das ist, weiß ich immer noch nicht. Es ist mir mittlerweile auch egal. Ich auch nicht. Aber ich glaube, es ist irgendwas im Nähbereich. Erinnert irgendwie an Streichholz. Ich kenne das. Das ist zum Auflockern von Nähten. Du darfst die Antwort geben. Ey, wir haben vier Sachen. Ich sag ein das ist so gut. Faden durchtrennen, Schneidegerät. Was Nagel, im Bereich Schrauben? Elektronik oder so? Jawohl! Na gut, da wäre ich nicht drauf gekommen. Also wir wissen es nicht genau, aber wir sagen einfach mal Häkeln, Stricken. Nee. Nähte auftrennen. Wow! Oh ja, Mann! Und der Baum noch im Wind. So, die hier gerade schon einen der Gewinner, nämlich die Magnolias, beziehungsweise Magnolias haben gewonnen. Ja. Aber es war ja wirklich sehr knapp. Also die anderen beiden Teams haben sich nicht schlecht geschlagen. Die haben auch beide 5 von 6 möglichen Punkten erreicht. Und von daher auch großen Respekt an euch. Und das war's. Ihr findet hier unten drunter noch 2 weitere Videos verlinkt. Wir sehen uns ganz bald wieder. Schaut bei den anderen Kanälen vorbei. Die sind natürlich in der Infobox verlinkt. Und wir sehen uns dann bald. Tschö.